So, einen wunderschönen guten Morgen. Willkommen bei meinem neuen Update. Heute ist wieder Samstag. Das ist der letzte für die nächsten zwei Wochen, weil nächste Woche bin ich nicht im Park unterwegs. Deshalb bringe ich heute ein größeres Update, weil jetzt einiges passiert ist. Es ist viel passiert. Was genau, das zeige ich euch jetzt. Ich habe heute auch extra meine große Kamera mal dabei, um mal genau euch zu zeigen, was neu ist und was nicht neu ist. Und ja, würde ich sagen, fangen wir mal direkt an. So, fangen wir mal an. Hier überall an der Wand wurden neue Poster aufgehangen über Kroatien, sonstiges. Dann auch hier so viele Kleinigkeiten. I love Kroatien. Also immer mehr geht es in Richtung Thematisierung. Neue Warnschilder. Genau, auch hier zu sehen ist ACE. Und nochmal weiter. Tolle Fenster wurden auch hingebaut. Was man sieht, ist schön die Aussicht von Kroatien. Und ja, das ist eigentlich, was man hier von vorne sieht. Statt von oben zu filmen, filme ich heute mal von hier und fange von der anderen Seite an. Auch hier immer mehr so Souvenirsachen. Wie ihr gesehen habt, sieht man hier viel, auch was ich so Kleines gesehen habe, ist hier ein kleines Guckloch. Aber viel sieht man nicht. Jetzt gehe ich mal direkt an die Seite von der Euromir und zeige euch von der Seite das Update. Und dann geht es hoch auf das Podest Richtung EP-Express. Oh. So, an der Seite, jetzt gucke ich mal uns, schauen wir uns mal genau die Baustellen, für was die Bodenmarkierungen sind, wohin die gehen und genau was der Bohrer da vorne für einen Aufsatz drauf hat, ob der überhaupt bohrt oder nur Erde verdichtet. Das schauen wir uns jetzt mal genau an. Hier sieht man schön den Aufsatz vom Bohrer. Aber was genau sieht der aus? Das wird da Zeug reingepumpt, irgendwas verdichtet, ausgehärtet oder die Schlacke da aufgefangen. Und dann gucken wir weiter. Immer mehr Bagger, Cutpillar wurden aufgebaut. Dann auch hier die Bodenmarkierungen. Auch hier sieht man, dass da ein Graben ausgehoben worden ist, der in der Richtung verläuft. Also man sieht wirklich starken Fortschritt. Auch von hier drüben sieht man immer mehr Baumaterial und Bodenmarkierungen. Ja, es ist spannend, was hier passiert. Auch hier sieht man immer mehr Baumaterialien. Die Traumatikerhalle. Und jetzt gehen wir mal oben hin und gucken uns das mal von der Seite an. Vielleicht noch nicht viele gesehen haben, hier oben war vorher kein Sichtschutz. Also man kann von oben aus vom EP-Express nicht mehr auf die Baustelle gucken. Genauso auch von der Seite. Also da ist jetzt hier das links und rechts Sichtschutz. So, wir stehen oben und gucken uns mal die Baustelle mal genau an. Wie man sieht, ist hier die Baugrube, na, wird mal scharf, so. Da ist die Baugrube, ungefähr 60, 75 cm tief. Dann sieht man hier hinten, im hinteren Bereich, dass hier neue Erdmarkierungen gesetzt worden sind, die man auch von hinten gesehen hat. Und dass der Kran jetzt hier steht. So viel sieht man eigentlich nicht viel, also von hier aus.
Ich guck mal, ob ich eine bessere Position finde. Eben noch drüber, von da drüben gesehen, hier ist ein Graben. Wie es aussieht, wird das ein Abwassergraben. Also ein neuer Gulli wurde gesetzt. Hier hinten sieht man auch sehr gut die Themenobjekte, die vorne waren. Und die Halle, die immer weniger wird. Also leergeräumt ist sie jetzt schon, wie es aussieht. Fehlt nur noch das Gerüst. Schön, dass man jetzt so langsam Fortschritte sieht. Kurz zusammengefasst, man sieht einen Gullideckel, einen Graben, der ausgehoben worden ist. Ein Graben. Dann, dass immer mehr Erdmarkierungen gesetzt worden sind, dass der Rüttler, der da drüben steht, sich auch verschiebt und dass eigentlich immer mehr Bodenaktivitäten stattfinden. Ich gehe mal davon aus, dass jetzt wirklich so im Sommer dann anfängt mit den richtigen Fundamenten, mit den Fundamenten von der Station und vom Themenbereich und so im Oktober anfangen mit den ersten Stützen, Schienen und dann haben wir nächstes Jahr eine neue Achterbahn hier in Rüscht. Bis dahin sage ich, haut rein, bis dann und tschüss.